Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, Erbil von den Curly Strick Sisters. Und heute möchte ich euch gerne unseren Mellow-Romper vorstellen. Den Mellow-Romper habe ich schon vor 2 Jahren entworfen und auch gestrickt. Und eine schriftliche Anleitung habe ich als PDF-Datei bei uns im Etsy-Shop hochgeladen. Aber die Videoanleitung hatte ich noch nicht gemacht und das wollte ich unbedingt noch machen, aber da kamen so viele Sachen dazwischen, habe ich es nicht geschafft. Aber heute starte ich damit. Vielleicht schaffe ich es noch, bevor wir ins neue Jahr gehen, das auf YouTube hochzuladen. Ich hoffe doch. Diesen Romper, den ihr hier seht, der ist für Babys von 3 bis 6 Monaten. Was wir jetzt aber gleich stricken werden, wird für Babys sein im Alter von 0 bis 3 Monaten. Ja? Ich habe ziemlich dicke Baumwolle dafür benutzt, habe ich extra gemacht, weil ich finde das manchmal gar nicht so schlecht, wenn das so ein bisschen gröber ist. Ja, das sieht dann auch witzig aus, weil ich habe hier unten im unteren Bereich eine sehr hohe Maschenanzahl und das habe ich aber bewusst gemacht, weil ich wollte eben, dass das hier so ein bisschen locker anliegt. Ja, ihr seht ja, das schlägt hier auch Fältchen. Das war aber gewollt von mir. Und die Beinchen sind auch ziemlich weit, damit es nicht so eng anliegt. Also es ist alles so ein bisschen, ja, weiter gestrickt, extra, ne? Wie so ein Ballonröckchen quasi. Das ist jetzt so eine Ballonhose. Und deswegen habe ich auch diese dicke Baumwolle genommen. Die stelle ich euch gleich vor. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Dann erkennt ihr schon an dem Maschenbild, dass ich etwas dickere Baumwolle genommen habe. Aber das ist gewollt, ja. Ich wollte, dass das ein bisschen gröber aussieht, das Ganze. Und auch oben habe ich dann im Brustbereich ein Muster entwickelt. Und zwar nenne ich das hier Maschenknötchen einfach. So nenne ich das auch in meiner schriftlichen Anleitung. Ich habe hier ganz normal ein Rippenmuster gestrickt. Eine Masche rechts, eine Masche links. Und zwischendurch habe ich diese Maschenknötchen eingesetzt, ja. Oben noch 2 Knopflöcher und 2 Holzknöpfe, damit dieses Grobe so ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Und auf der Rückseite habe ich das genau gegengleich gestrickt, außer dass ich natürlich hier oben die Knöpfchen weggelassen habe und dann noch hier diese Riemchen gestrickt habe, auch in dem Muster mit diesen Maschenknötchen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich jetzt, wenn ich jetzt gleich starten kann, weil ich kann mich daran erinnern, dass es unheimlich viel Spaß gemacht hat, diesen Romper zu stricken. Und ich habe den auch schon ein paar Mal verschenkt und ich habe auch Fotos bekommen dann mit den Babys, die das anhatten. Und das sah richtig süß aus, gerade hier, weil das hier halt, ja, ähnlich wie eine Ballonhose, ein Ballonrock aussieht, ja. Und das sieht wirklich ganz, ganz, ganz knuffig aus. Ich habe sogar die passenden Booties, glaube ich. Ja, das waren die passenden Booties. Die hatte ich dazu gestrickt. Vielleicht kann ich davon auch nochmal eine Anleitung machen. Und dann noch ein Haarband und das sah ganz goldig aus. Ich darf es leider hier nicht zeigen. Ne? Manche Mamis möchten das ja einfach nicht und das ist ja auch verständlich. Ja, dann würde ich sagen, starten wir, aber vorher stelle ich euch noch die Wolle vor. So, ihr Lieben, jetzt wollte ich euch eben schnell die Wolle vorstellen. Das ist unbeauftragte Werbung und zwar habe ich die Wolle bestellt bei Hobby. Das ist die Cotton Kings, ja. Das ist die Stärke von der Baumwolle, ja. Das sieht man auch, die ist relativ dick. Und die Farbnummer ist die 36 in Beige. Die Baumwolle ist 100% Baumwolle, Ökotex Standard 100, ja, GOTS zertifiziert. Und ich habe den Romper in der Nadelstärke 3,5 gestrickt. Wer möchte, dass es noch ein bisschen lockerer fällt, der kann auch gerne Nadelstärke 4 nehmen, weil man kann diese Baumwolle mit der Nadelstärke 3,5 bis 4 stricken. Ja, wer Interesse an dieser Farbe hat, das ist die Farbnummer 35 Sand. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, starten wir ganz schnell mit dem Maschenanschlag. So, ihr Lieben, wir starten mit einem Maschenanschlag von 16 Maschen. Ja. Das ist gar nicht so viel. Ich hole mir hier die erste Masche. So. Und dann nehmen wir die Maschen auf.
im Kreuzanschlag. Und zwar, wir nehmen den Faden, gehen in der Mitte mit Zeigefinger, Daumen durch, gehen unter den Faden, hier über den Faden und hier zwischendurch. Ja? Das ist der Kreuzanschlag. Ja? Also unter den Faden, über den Faden und hier zwischendurch. Und dann nehmen wir jetzt 16 Maschen auf. So, nach dem Maschenanschlag befinden wir uns in der Rückreihe und stricken jetzt alle Rückreihen immer linke Maschen und alle Hinreihen rechte Maschen. Also wir stricken ein ganzes Stück glatt rechts, und zwar genau 14 Reihen. Ja? Also in den Rückreihen linke Maschen, in den Hinreihen rechte Maschen. So, ihr Lieben, schaut mal. Also ich habe jetzt 14 Reihen insgesamt gestrickt, ja, auf der Rückreihe linke Maschen, auf der Hinreihe rechte Maschen, also glatt rechts. Und nachdem wir diese 14 Reihen gestrickt haben, fangen wir jetzt an mit den Maschenaufnahmen hier am Beinchen, ja, am Beinausschnitt. Das heißt, wir nehmen jetzt auf jeder Seite, auf der rechten und auf der linken Seite, 7 mal 4 Maschen zu. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich das mache, ja. Und dann könnt ihr den Rest selber erledigen. Also 7 mal auf jeder Seite 28 plus die 16 Maschen, dann kommen wir auf insgesamt 72 Maschen. Ja? So, ich setze hier schon mal einen Maschenmarkierer, damit ich das auch besser nachher besser zählen kann. Und zwar, ich nehme die Maschen immer so auf, indem ich den Faden einmal um den Finger wickel, unten reingehe und hier oben reingehe. Und dann habe ich schon eine Masche. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr das möchtet, aber das ist ein Vorschlag, das geht ganz schnell und easy, ja. 3 und das ist die 4. Masche. Und jetzt stricke ich erstmal alle Maschen bis hierhin, glatt rechts, ja. Und dann setze ich mir den Maschenmarkierer und stricke auch da, jetzt bei den zugenommenen Maschen, um das zu stabilisieren, stricke ich die Randmasche auch immer rechts, ja. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, am Ende, wenn ihr angekommen seid, nehmt ihr auch da die 4 Maschen zu. Und in der Rückreihe stricken wir dann alle Maschen links zurück. So, ihr Lieben, da bin ich jetzt angekommen, setze mir auch hier den Maschenmarkierer hin. Und dann nehme ich auch hier 4 Maschen auf. 1, 2, 3, 4 und jetzt drehe ich meine Arbeit und in der Rückreihe stricke ich alle Maschen links bis hier vorne hin, ja? So, ihr Lieben, ich habe jetzt einmal alle Maschen links zurückgestrickt in der Rückreihe und jetzt nehme ich wieder 4 Maschen auf. 1, 2, 3, 4 und dann drehe ich meine Arbeit und stricke jetzt alle Maschen rechts, die Randmasche stricke ich auch rechts, ja, bis ich hier angekommen bin und nehme hier wieder 4 Maschen auf. Und das Ganze wiederholt ihr jetzt, bis ihr 72 Maschen auf der Stricknadel habt. Also jetzt haben wir 2 mal 4 Maschen aufgenommen. Also müsst ihr auf dieser Seite noch 5 mal 4 Maschen aufnehmen. Ab dem Maschenmarkierer müssen das 28 Maschen sein und hier genauso. Und danach treffen wir uns wieder. So, ihr Lieben, ich habe jetzt auf beiden Seiten jeweils 28 Maschen zugenommen, also 7 mal 4 Maschen zugenommen und habe insgesamt 72 Maschen auf der Stricknadel. Und wir sind jetzt in diesem Bereich hier. Und jetzt stricken wir 10 cm hoch, ja. Das sind ungefähr, ich schätzungsweise 33 Reihen. Messt das bitte nach 10 cm solltet ihr aber mit der Hinreihe abschließen. Also ihr müsst die Hinreihe stricken, weil das Bündchen beginnen wir in der Rückreihe, ja. Okay, dann sehen wir uns, wenn wir 10 cm weiter gestrickt haben. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, ich habe jetzt 33 Reihen gestrickt. Das sind 10,
Ja, ein bisschen mehr, 10, 10,5 Zentimeter. Und jetzt machen wir weiter, indem wir hier jetzt mit dem Rippenmuster beginnen, aber gleichzeitig auch Maschen abketten. Ja? Und wie wir das machen, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar heben wir die Randmasche ab und stricken jetzt eine Masche rechts. Ja? Aus der linken machen wir eine rechte Masche und stricken zwei links zusammen. Und dann wieder eine Masche rechts, zwei links zusammen. Das ist die erste Reihe. Rechts und zwei links zusammen. Das macht ihr jetzt im Wechsel bis zum Ende der Reihe. So, ihr Lieben, nachdem wir das gemacht haben, haben wir jetzt noch 49 Maschen auf der Stricknadel und werden jetzt zwei Reihen, also die Hinreihe und die Rückreihe, im Rippenmuster stricken, ohne Abnahmen erstmal, ja? So, ihr Lieben, zwei weitere Reihen im Rippenmuster gestrickt und jetzt werden wir nochmal Abnahmen machen, aber die mit Überzug. Ja, das heißt, wir heben die Randmasche ab. So, dann heben wir die linke Masche ab, stricken eine rechts und heben die links gestrickte über die rechte und wieder links abheben, rechts stricken und überziehen. Links abheben, rechts stricken und überziehen. Links abheben, rechts stricken und überziehen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe. So, ihr Lieben, jetzt müsstet ihr 25 Maschen auf der Stricknadel haben und über diese 25 Maschen werden wir jetzt den Brustbereich stricken. Und zwar befinden wir uns jetzt gerade hier. Wir stricken jetzt 5 Reihen im Rippenmuster und dann zeige ich euch, wie wir diese Maschenknoten macht, ja? Also 5 Reihen. Das heißt, wir starten in der Rückreihe und stricken jetzt 5 Reihen im Rippenmuster, sodass ihr die 5. Reihe mit der Rückreihe beendet, ja? Und dann treffen wir uns wieder und machen weiter. So, ihr Lieben, 5 Reihen im Rippenmuster. Das ging schnell. Und nun fangen wir an mit der Reihe, wo wir die Maschenknötchen setzen. Und zwar geht das auch relativ einfach. Augenblick. Hier, ne? Das wollte ich euch noch mal zeigen. Wichtig, in der Hinreihe starten wir jetzt, ne? So, wir heben die Randmasche ab, stricken eine links und jetzt gehen wir nicht in die rechte Masche hier rein, sondern eine tiefer. Holen uns eine Masche, gehen oben in die Masche rein, holen die zweite Masche, gehen wieder unten rein, holen die dritte Masche und gehen wieder oben in die Masche rein und holen eine vierte Masche. Das war's schon. Links und dann wieder nicht hier in die Masche, sondern eins tiefer, eins, eins drüber, zwei, eins tiefer, drei, eins drüber. 4 und wieder links und wieder nicht in die Masche, sondern eins tiefer. Erste Masche oben, zweite Masche unten, dritte Masche oben, vierte Masche. So, und das macht ihr jetzt bis zum Ende der Reihe. So, jetzt drehen wir die Arbeit und stricken im Rippenmuster. Dabei müssen wir jetzt wir nehmen die Randmasche ab, stricken die Masche rechts und dann das Maschenknötchen. 1, 2, 3, 4 Maschen haben wir herausgeholt. Gehen wir vorne in die Masche rein und stricken diese links ab. Das geht relativ einfach. Rechts und dann Maschenknötchen links stricken.
So bleiben wir auch schön im Rittenmuster. Rechts und Maschenknötchen längs strehen. So, das machen wir bis zum Ende der Reihe. Diese Reihe gilt schon als erste Reihe im Rippenmuster. Ja? Wir machen jetzt immer zwischen den Maschenknötchen 5 Reihen. Und diese Reihe ist schon die erste Reihe. Also 1, 2, 3, 4, 5. Also wir enden wieder mit der Rückreihe, damit wir dann die zweite Maschenknötchenreihe wieder in der Hinreihe machen können. Ja? Und das Ganze macht ihr jetzt, haben wir jetzt schon eine Maschenknötchenreihe, wenn wir die beenden, ja, 2, 3. So, ihr Lieben, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Maschenknötchenreihen, ja, und bevor ich jetzt hier zum Träger übergehe, stricken wir noch 2 Reihen, also eine Hinreihe und eine Rückreihe im Rippenmuster. So, 2 Reihen habe ich noch weiter im Rippenmuster gestrickt und jetzt fangen wir an mit dem ersten Träger. Ich hebe die Randmasche ab, dann eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, 1, 2, 3, 4, 5, eine rechts und eine links. Ein Träger geht über 7 Maschen, 2, 4, 6, 7. So, die restlichen Maschen, die lassen wir jetzt einfach hier still liegen und machen weiter, ja? Also, wir hatten ja schon 2 Reihen im Rippenmuster gestrickt. Das war jetzt die dritte Reihe. Jetzt machen wir noch 2 Reihen und dann machen wir wieder die Maschenknötchen. Der Träger wird auch mit diesen Maschenknötchen gestrickt, ja? Ich zeige es euch gleich. Augenblick. Und zwar hier. Ja. 2 Reihen hatten wir gestrickt. Jetzt, das war vorhin die dritte Reihe. Jetzt machen wir noch 2 Reihen und dann in der Hinreihe kommen wieder die Maschenknötchen, dann wieder 5 Reihen dazwischen, Maschenknötchen, 5 Reihen dazwischen, Maschenknötchen, ja. Und das machen wir, Augenblick, ich muss das einmal nachmessen, also so 17 cm müssten dann genügen, ja. So, das ist jetzt die vierte Reihe. Jetzt kommt die fünfte Reihe. Und dann setzen wir wieder die Maschenknötchen und dann drücken wir wieder 5 Reihen, Maschenknötchen, 5 Reihen, Maschenknötchen und so weiter, ja. Bis ihr ungefähr 17 cm habt. Ihr könnt das natürlich auch länger machen. Also das ist, ich gehe jetzt mal von 17 cm aus und dann können wir ja nochmal schauen. Ja, die anderen, die lasse ich einfach hier so liegen, die restlichen Maschen. Dann bis gleich. So, ihr Lieben, schaut mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knötchen rein, Maschenknoten rein und dann habe ich 4 Reihen gestrickt und werde jetzt in der fünften Reihe abketten. Und zwar zeige ich euch das, dann bin ich ungefähr ja, auf 17 cm. Ja, das passt. Da, so, auf 17 cm. Ja, dann ketten wir das jetzt ab. Ich hatte in der Zwischenzeit, hatte ich mir so andere Nadeln genommen. Das war dann einfacher. So, dann hebe ich die Randmasche ab. Ich mache das so, ich stricke und ziehe dann die erste drüber. Also hebe die Masche über, dann wird das schön sauber, ja? Links und dann drüber ziehen, rechts, drüber ziehen, links, drüber ziehen und rechts und drüber ziehen. Jo, das war's. Nur noch eine Schlaufe und dann kann man das abschneiden. So, dann können wir jetzt hier den Maschenmarkierer setzen. 2, 4, 6, 7 hatten wir ja gesagt. 7 Maschen. Das setze ich hier dran. Dann mache ich hier, fixiere ich jetzt eben hier den Faden hier hinten.
wollte ich euch eben zeigen, weil das hier so ein bisschen locker ist, ja, gehe ich jetzt einfach mit der Häkelnadel hier in die rechte Masche rein und genau gegenüber auch und hole den Faden und ziehe das einmal hier durch beide Maschen und fixiere das Ganze mit einem Knötchen und kann das dann nachher vernähen. So, dann ist es hier zwischen, ne, damit hier keine Lücke entsteht, habe ich das gemacht. Das war ein bisschen zu weit. Vielleicht ist es bei euch nicht so, aber bei mir war es jetzt gerade zu weit. Hier auch die Maschen jetzt abketten, bis auf die letzten 7. Dann können wir da den zweiten Träger machen. So, die erste Masche stricke ich rechts, so dann links und dann nehme ich die erste über die linke Masche. Hoppala, jetzt habe ich hier. So, nochmal nach rechts stricken und drüber ziehen. Links stricken und drüber ziehen. Und rechts stricken und so weiter, ja? Bis zum Maschenmarkierer. Genau, das wollte ich euch noch sagen. Ich muss den Maschenmarkierer, ich muss doch eine Masche hier mitnehmen, weil sonst haben wir... ich muss ja noch einmal einen Überzug machen, sonst haben wir 8 Maschen über. Ja, also dann jetzt hier und einen Überzug. Das heißt, wir hätten vorhin vor die 6. Masche den Maschenmarkierer setzen müssen. So, wichtig ist, dass hier 7 Maschen sind. 2, 4, 6, 7. So, und jetzt können wir wieder wie vorhin die Knötchen machen, aber erst... Wir müssen noch 3 Reihen stricken und dann die erste Knötchenreihe und dann wieder im Wechsel. So, ihr Lieben, das war's. Unser Rückenteil ist schon mal fertig. Das vernähen wir nachher noch schön und hier auch. Ne? Ja, und jetzt lasse ich euch alleine, weil das Vorderteil wird genau so gestrickt. Genau so, ja. Ihr fangt mit 16 Maschen an, glatt rechts 14 Reihen. Dann nehmt ihr 7 mal 4 Maschen zu, 28 Maschen auf der linken Seite, 28 Maschen auf der rechten Seite, bis ihr 72 Maschen habt. Und danach strickt ihr 10 cm glatt rechts, das waren bei mir 33 Reihen. Und dann startet ihr in der Rückreihe damit, dass ihr eine rechte Masche strickt, 2 links zusammen, eine rechts, 2 links zusammen. Das wisst ihr. Ihr könnt ja auch das Video zurückdrehen. Ne? Nach 3 Reihen macht ihr das dann, reduziert ihr dann die Maschen, indem ihr immer einen Überzug macht. Dann habt ihr 25 Maschen, strickt 5 Reihen hoch und dann kommt die erste Reihe mit den Maschenknötchen. Ja? Das macht ihr dann so lange. 1, 2, 3, nach der dritten Knötchenreihe strickt ihr, wartet mal, ich muss mal einmal überlegen, 1, 2, 3 Reihen, genau, im Rippenmuster und dann treffen wir uns, um die verstärkten Knopflöcher zu machen, ja? Viel Spaß, ihr Lieben! So, ihr Lieben, ich habe das vordere Teil auch gestrickt jetzt, ne? So wie ich vorhin gesagt habe. 1, 2, 3 Maschenknoten rein und dann habe ich 3 Reihen im Rippenmuster gestrickt und jetzt setzen wir dieses verstärkte Knopfloch. Ja, das ist schön feste. Das zeige ich euch jetzt. So, zu Beginn heben wir die Randmasche ab, stricken 1, 2, Maschen, also so, dass wir 4 Maschen haben. Dann nehmen wir den Faden nach vorne, heben die Masche ab und legen den Faden wieder zurück. Dann heben wir die linke Masche ab und ziehen die zweite Masche über die erste. Dann heben wir wieder eine Masche ab und heben wieder die zweite über die erste Masche.
und legen diese auf der linken Stricknadel ab. Jetzt drehen wir die Arbeit. Jetzt gehen wir mit der rechten Stricknadel zwischen die erste und die zweite Masche und holen einen Faden und legen den verkreuzt ab. Also wir drehen quasi einmal die Masche. Dann holen wir eine zweite Masche. Hoppala, und legen die auch so verkreuzt ab. So. Dann holen wir eine dritte Masche. Wird immer enger hier jetzt. So, bevor wir die ablegen, holen wir den Faden nach vorne, legen diese auch wieder verkreuzt ab, drehen die Arbeit. Jetzt heben wir wieder die erste Masche von der linken Stricknadel ab, heben die zweite Masche auf der rechten Stricknadel über die erste und das war's. Jetzt stricken wir bis zur vierten Masche. Also hier müssen vier Maschen überbleiben, ja? Im Rippenmuster. So, jetzt ist der zweite Knopf. Jetzt ist das zweite Knopfloch dran. Hier sind vier Maschen. Die hatten wir hier am Rand auch, ja? 1, 2, 3, 4 und dann haben wir unser Knopfloch gesetzt. Wir haben ja hier zwei Maschen abgekettet. Deswegen nehmen wir jetzt zwei zurück. 1, 2 und eine weitere, die wir vorhin nur abgehoben haben. So. Also sind am Ende hier 2, 4, 6, 7 Maschen, ja? So. Jetzt wie vorhin, wir nehmen den Faden nach vorne, heben die Masche ab, die rechte, auf die rechte Nadel, legen den Faden wieder nach hinten. Jetzt heben wir die linke Masche von der linken Stricknadel ab, heben die zweite von der rechten Stricknadel über die erste, heben eine weitere Masche links ab, heben die zweite Masche auf der rechten Stricknadel über die erste und legen auch diese wieder ab. Dann drehen wir die Arbeit. Dann gehen wir mit der Stricknadel zwischen die erste und die zweite Masche auf der linken Stricknadel, holen eine Masche, setzen die verdreht wieder auf die linke Stricknadel, gehen wieder zwischen erster und zweiter Masche, holen wieder eine Masche, legen die wieder verdreht auf die linke Stricknadel, holen eine dritte Masche zwischen der ersten und zweiten Masche auf der linken Seite und bevor wir die ablegen, legen wir den Faden nach vorne. Die wird wieder verdreht auf die linke Stricknadel gelegt. Dann drehen wir die Arbeit. Hier sind ja jetzt 5 Maschen. Wir holen quasi die 5. Masche, heben wir ab und ziehen die 2. Masche auf der rechten Stricknadel über die erste. So, dann haben wir hier wieder nur 4 Maschen über, ja? So, und jetzt stricken wir die auch Rippenmuster. So, jetzt haben wir hier ein verstärktes Knopfloch und hier, ja. So, ihr Lieben, jetzt drehen wir die Arbeit und dann stricken wir wieder im Rippenmuster. Jetzt müssen wir aufpassen, das ist eine rechte, das ist eine linke, eine rechte. Und jetzt kommt hier das Knöpfchen, die Maschen über dem Knopfloch. Jetzt müssen wir hier eine linke stricken, eine rechte stricken, eine linke und eine rechte. Und dann geht es hier wieder weiter. Links, rechts, links. Ja, bis zum Ende. So, ihr Lieben, die letzte Reihe, da ketten wir jetzt die Maschen ab. Ich mache das wieder, indem ich eine rechts stricke, dann den Überzug mache. Dann die nächste Masche ist eine linke Masche und ziehe bis über und so weiter. Ja, rechts, Überzug, links, Überzug bis zum Schluss. Dann könnt ihr den Faden abschneiden und dann geht's weiter.
So, ihr Süßen. Das haben wir jetzt auch erledigt. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir beide Teile im Schritt, also hier unten quasi, zusammennähen. So, dafür können wir den Faden benutzen, der hier auch dranhängt. Der ist lang genug. So, dann lege ich die schönen Seiten zueinander und fädeln mal eben schnell den Faden ein. So, und dann gehen wir mit der Nadel Masche für Masche durch. So, immer hier Randmasche durch die gegenüberliegende Randmasche. So, ja, immer die Randmasche und die gegenüberliegende Randmasche. Und das macht ihr dann bis zum Ende der Reihe. Und dann könnt ihr den Faden fixieren. So, Hallöchen, ihr Lieben. Ich war jetzt schon mal ein bisschen fleißig und habe ja hier unten das mit euch zusammengenäht. Und dann habe ich aber auch schon mal das Bündchen für ein Beinchen gemacht, weil man glaubt es kaum, aber von einem Beinchen zum nächsten ist es natürlich unheimlich breit, ne? So, ich mache das jetzt mal so. Der Ausschnitt ist halt unheimlich weit, aber ich habe jetzt über die Maschen verteilt auf dieser Seite 23 Maschen aufgenommen und auf dieser Seite auch 23 Maschen aufgenommen, sodass wir insgesamt 46 Maschen für das Bündchen haben, für das Beinbündchen. Und dann seht mal, wie klein das wird. Ja, das zieht sich so zusammen, ne? Was das für ein Unterschied ist. Und 46 Maschen, da müssen wir jetzt ein bisschen schummeln. Wir müssen ein paar Maschen immer überspringen, wenn wir die hier aufnehmen. Ja? Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Da mache ich das mit meiner super tollen lilanen 3 mm Häkelnadel, die ihr ja schon kennt. In dem Bereich, wo wir die Zunahmen vorhin gemacht haben von 28 Maschen, nehme ich insgesamt 15 Maschen auf und hier die restlichen 8, damit das hier schön feste wird, ja? So wie hier, damit da nicht so Lücken entstehen, ja? Hier, ja? So, also, ich gehe mit meiner Häkelnadel einfach hier irgendwo rein, hol mir eine Masche und dann überspringe ich einfach ein paar. Ja, das ist egal, muss nicht gleichmäßig sein. Und dann hole ich mir die Masche so, dass hier kein Loch entsteht. Ja, also das ist jetzt die zweite Masche. Dann gehe ich gehe mal hinter die Randmasche. Das ist die dritte. Dann nehme ich hier noch eine, die vierte. Hier ist jetzt so ein Loch, das wollte ich euch zeigen. So machen wir das dann nicht. Dann gehe ich hier unter die Randmasche und gehe hier durch, dass da kein Loch entsteht. So, seht ihr? So, und das machen wir jetzt in dem Bereich, dass wir 15 Maschen aufnehmen. Bis hier und hier, wo diese gerade Stelle ist, da nehmen wir 8 Maschen. Also bis hierhin 15 und dann 8 Maschen. Ja? Schaut mal, das klappt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ja? Und jetzt, ich muss aufpassen, dass es hier nicht runterrutscht. Und jetzt hier an der geraden Seite einfach immer hinter die Randmasche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8 einfach hier rein. 8. So, dann haben wir jetzt hier 23. Dann nehme ich die jetzt erstmal auf eine Stricknadel und mache dann die restlichen 23. So,
Ihr Süßen, jetzt stricken wir im Rippenmuster 7 Reihen, ja, eine Masche rechts, eine Masche links, 7 Reihen und dann ketten wir die Maschen ab. Und dann müssen wir nur noch die Seiten zusammennähen und die Knöpfchen und dann wären wir fertig. Also 7 Reihen, Rippenmuster und dann ketten wir die Maschen ab. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat geklappt bei euch. Ich habe hier 46 Maschen über 7 Reihen im Rippenmuster gestrickt und werde diese jetzt abketten. Da nehme ich jetzt meine Häkelnadel zur Hilfe. Ich hebe die Randmasche ab, stricke die linke Masche links und ziehe durch. Die rechte Masche rechts und ziehe durch. Könnt ihr ja mal versuchen. Ich finde das immer einfacher mit der Häkelnadel. Das rutscht irgendwie besser. So. Ja, das mache ich jetzt bis zum Schluss und dann nähen wir noch die Seiten zusammen. So, ihr Lieben, schaut mal. Ich habe das andere Beinchen abgekettet und dann habe ich die Seite zusammen gehäkelt. Nicht genäht, sondern gehäkelt. Mir gefällt das persönlich immer selber gut. Also besser als nähen. Nähen kann ich nicht so gut. Und deswegen finde ich immer die Variante schöner. Ihr könnt das auch gerne häkeln, so wie ich. Ich zeige euch das gleich. Oder ihr näht es zusammen, so wie ihr möchtet. Und dann habe ich in der Zwischenzeit auch schon mal die Knöpfchen dran gemacht. Ne? So, dann gucken wir mal. So, ganz einfach. Wahrscheinlich kennen das auch einige schon von mir. Ich gehe jetzt hier hinter die Randmasche. Hier war der Faden ja schon dran. Und dann ziehe ich den einmal hier durch. So. Ne? Irgendwo hänge ich fest. Komm, so. Und dann gehe ich hier hinter die Randmasche, also nicht mittendrin, sondern hinter die Randmasche. Diesmal mache ich es so rum, weil das glatt gestrickt ist, glatt rechts gestrickt ist. Dann sieht das immer ein bisschen besser aus. Und dann bleibt der, Entschuldigung, ich bin zu schnell, dann bleibt der Faden unten. Dann gehe ich gegenüber in die Randmasche rein, hole mir den Faden und ziehe durch. Zack, zack. Na, ist meine Masche rausgerutscht. Komm jetzt. Ja, da ist sie. Also nochmal. Hinter die Randmasche. Dann gegenüber hinter die Randmasche, der Faden bleibt unten und dann ziehen wir durch. Zack. Nochmal hinter die Randmasche und nochmal hinter die Randmasche, der Faden. Hinter die Randmasche, der Faden bleibt unten, hinter dieser Randmasche, gegenüber und dann durchziehen, ja? So, schaut mal. Und das macht ihr dann bis oben hindurch. Bis oben hindurch bedeutet bis zu der Stelle, wo wir hier, wir hatten ja hier das Bündchen angefangen im Rippenmuster und haben wir 3 Reihen gestrickt und dann haben wir nochmal mit Überzugmaschen abgenommen. Bis auf diese Höhe. Da näht ihr das zu, nicht bis hier oben, ja? Ne? So ungefähr. Das seht ihr ja auch, ne? Hier fing das an und ungefähr die Höhe, ja? Supi. So, meine Zuckerschnecken, schaut mal, ist der nicht süß geworden? In klein sieht er sogar noch süßer aus, finde ich, als die größere Größe. Also das ist jetzt 0 bis 3 Monate, ne? Und ich finde, das sieht so süß aus. Ganz niedlich, wirklich. Also, und es macht ja auch echt Spaß, das so zu stricken, ne? Ich sehe gerade hier bei mir, da war so ein Knoten in der Wolle und deswegen sieht diese Stelle ein bisschen komisch aus. Aber wenn ich das wasche, wird es wahrscheinlich besser. So, ich gehe mal ein bisschen näher dran. So sieht das Ganze
dann aus, ne? Richtig süß, auch mit den Knöpfchen. Und wie gesagt, das hier dehnt sich, ne? Das sieht jetzt nur so klein aus. Ja, und hinten, ne? Aber ihr habt ja jetzt auch ein Beispiel zu Hause. Richtig, richtig süß. Ich muss immer lachen, wenn ich mir manchmal meine Videos angucke oder wenn ich die schneide, wie verliebt ich immer in diese Klamotten bin, die ich hier selber stricke. Aber das ist auch wirklich, also in diesen Romper bin ich auch total verliebt. Also mal unser Muessa-Romper und hier der Mello-Romper, also wirklich ganz süß. So, ich wollte einmal messen. Messen, messen. Die Länge vom Schritt bis oben sind 28 Zentimeter. 28. So, 28. Und wenn ich dann noch den Träger mitnehme, dann sind wir bei ungefähr 35. Also dehnbar ist es auch, ne? Hier alles weit genug für Baby. Ja, die Beinchen sind dann einfach gemessen 9, der Umfang dann 18 cm. Und hier ist es natürlich super weit, ne? Schön für den Pampers-Popo. Ja, das ist jetzt schwierig, das auszumessen. Naja, sagen wir mal so ungefähr 33. Einfach gemessen, ne? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht kann ich euch auch die passenden Booties mal dazu machen. Und dann mit diesem Haarband, das sieht auch echt süß aus, so im Set. Mal schauen. Aber das ist jetzt erstmal erledigt. Und dann gucken wir mal, wann wir die anderen Sachen machen. Ich habe so viele Modelle, so viele, die wir gestrickt haben und auch selbst entworfen haben natürlich. Aber ich komme da gar nicht nach. Naja, so Stück für Stück wird das schon was, ne? Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Und ich freue mich immer über ein Feedback. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben oder über Instagram schreiben. Ich versuche immer zeitnah zu antworten, ja. Und versuche euch auch immer zu helfen. Wie gesagt, die nächste Größe 0 bis 3 bis 6 Monate in dieser Farbe Senf, was auch eine sehr schöne Farbe ist. Die nicht Senf, Sand. Wie komme ich denn auf Senf? Es ist schon zu spät. Die Anleitung habe ich als PDF-Datei in unserem Etsy-Shop. Das könnt ihr euch da runterladen. Beide sind süß. Aber ich finde immer, alles, was klein ist, ist am süßesten. So, ihr Lieben. Nochmals, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.